Gute Unterhaltung im Ersten mit Nestle Aquarell. Quell des Lebens. Es wird viel passieren. Ich würde sagen, wenn da noch irgendwas ist, dann raus damit. Meine Güte, Sie und mein Dad sind erwachsene Leute. Sie können tun und lassen, wozu Sie Lust haben. Was tut da meine Meinung eigentlich noch zur Sache? Ich war gerade bei meinem Anwalt. Der hat mir klipp und klar gesagt, dass Charlie, wenn er zurückkommt, eine Haftstrafe wegen Entführung droht. Er wird den Laden nicht übernehmen können. Mensch, das hat Charlie doch nun wirklich nicht verdient. Nur weil du alles bummst, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Ja, was? Wirst du Mama auch nicht leichter vergessen können. Es wird viel passieren. Wow, wow. Nichts bleibt mehr gleich. Nichts bleibt beim Alten wie gehabt. Es wird viel passieren. Es wird viel passieren. Wow, wow. Nichts bleibt mehr gleich. Nichts bleibt beim Alten wie gehabt. Es wird passieren. Sag mal, spinnst du? In dem Ton redest du nicht mit mir. Dafür entschuldigst du dich auf der Stelle. Ja, ist doch wahr. Du kriegst es einfach nicht auf die Reihe, dass Mama dich verlassen hat. Pass auf, was du sagst, Freundchen. Marlon. Ja, und Sie müssen es ja echt nötig haben, mit dem Vater Ihres Schülers rumzubumsen. Joch, ich lass ihn. Dass wir ein Nachspiel haben. So, Auftrag ausgeführt. Timmy schläft mit Murmeltier und Flo, der spielt heute mal den Wachhund. Super, danke schön. Na, ist doch mein Job. Und wisst ihr was? Da tut mir auch gar nicht mehr so leid, dass das mit der Lehrstelle jetzt doch nicht klappt. Ich kann schon verstehen, dass du enttäuscht bist. Nee, jetzt mal im Ernst. Also ich mach einfach weiter auf Au-pair-Mädchen bei Timmy. Naja, aber Sie, ich meine, wer soll den Laden schmeißen, wenn Sie in Kur sind? Charlie, der wird ja von der Polizei gesucht. Und wenn die den jetzt wirklich verhaften wollen, ist es vielleicht sogar besser, wenn er sich im Marienhof nicht mehr blicken lässt. Hi, Chef. Es tut mir leid, dass das mit Marlon so eskaliert ist. Ach, du musst ihn verstehen. Sieh mal, er ist mit der Situation vollkommen überfordert. Und ich glaube, das liegt nicht nur daran, dass sein Vater mit seiner Lehrerin schläft. Er hat kein Recht. Okay, du hast recht. Ich werde mit ihm reden. Gut, dann lasse ich euch jetzt mal alleine. Du glaubst wohl, du kannst dir alles erlauben. Oder? Ich erwarte eine Entschuldigung, und zwar auf der Stelle. Es reicht, ja? Du bist eindeutig zu weit gegangen. Du weißt ganz genau, dass du unsere Spielregeln verletzt hast. Nee, noch mehr Physik. Oh, ich das hasse, diese verdammte Nachklausur. Na, dann brauchst du ja meine Aufzeichnung nicht mehr, hä? Ey, Schwester, ja, das gibt es nochmal wieder. Ey, für nur deine Aufzeichnung bin ich völlig aufgeschmissen. Ja, ist ja schon gut. Hi! Schatz? Jo, rote Grütze, Alter. Schöne Grüße von eurem Vater. Rote Grütze ist gut für die Nerven. Komm her. Dino, lass mir doch einfach was übrig. Matthias Kruse war heute im Wilden Mann. Ja, direkt? Genau der. Ja, und? Naja, ich weiß auch nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber er hat mir gesagt, dass das Erich-Kästner-Gymnasium einen neuen Hausmeister sucht. Ja, und ich habe ihm gesagt, dass mich der Job interessiert. Wie? Du willst Hausmeister werden? Ja, warum denn nicht? Na, endlich mal eine feste Anstellung. Keine Abendschichten wie im Wilden Mann. Ich bin den ganzen Tag in deiner Nähe und abends können wir was zusammen unternehmen.
Ja, eben. Das ist doch super cool. Wenn du Hausmeister bist, dann können wir immer Party schmeißen in der Schule. So einmal die Woche oder so. Mhm, träum weiter. Im Ernst? Da musst du Glühbirnen wechseln, den Schülern ihren Dreck hinterherräumen und vielleicht sogar Klo putzen. Ja? Und so einen Job willst du echt machen? Hey Baby, das würde dich doch nicht etwas stören, ne? Danke fürs Übernachten. Du, keine Ursache, Jung. Ich wundert nur, dass ihr auf dem Dingen überhaupt schlafen konntet. Ich wäre gestern im Stehen eingeschlafen, Mann. Hey, Charlie. Hm? Wenn man wieder als Clowns auftreten, könnte ich ja so eine kleine Jongliernummer einbauen, oder? Hey, aber nicht mit meinem Geschirr. Ihr seid als Clowns aufgetreten? Von irgendwas müssen wir erleben. Und wenn kein Installateur gesucht wurde, haben wir halt die gute alte Clownsnummer abgezogen. Falls du verstehst, was ich meine. Ja, scheint euch ja nicht schlecht ergangen zu sein da unten in Spanien. In Spanien war es okay, aber hier. Robby? Sag mal, was hältst du denn davon, wenn wir zweimal ins Café Latte flitzen und ein paar Schokocroissants besorgen? Ja? Ja? Wäre super. Okay. Also, tschüss, bis nachher. Ja. So, jetzt lass uns mal Klartext reden. Wir haben uns ganz schön Sorgen um euch gemacht. Ich hatte Angst, dass sie mir Robby wegnehmen. Es ging mir total beschissen wegen Dora und so. Und ich glaube, Spanien, das hat ihm echt gut getan. Also er denkt jetzt auf jeden Fall nicht mehr so oft an Doras Tod. Dein Motiv in allen Ehren, Charlie, aber besonders klug war das nicht. Du musst jetzt vor allem an Robbys Zukunft denken. Na klar, deshalb sind wir zurückgekommen. Ich habe mich übrigens total gefreut über die Annonce in der Zeitung. Ich meine, dass den Typen da, den ich angefahren habe, dass dem nichts Schlimmeres passiert ist. Ich freue mich auch unglaublich, dass ihr beiden wieder zurück seid. Und nicht nur, weil Frank unbedingt eine Vertretung für seinen Laden sucht, während er in der Kur ist. Aber Charlie, ist dir eigentlich klar, was dich hier erwarten kann? Ja, klar. Also ich werde heute auf jeden Fall als erstes mal zur Frau Irrgang ins Jugendamt gehen. Ich meine, die kennt mich und die kennt Robby. Und die soll den Typen vom Jugendamt, also den Jugendrichter, soll die bequatschen, dass der auf jeden Fall Robby zu mir gibt, dass ich das Sorgerecht bekomme. Charlie, ich war beim Anwalt. Ihr redet nicht mehr nur um das Sorgerecht. Die vom Jugendamt reden von einer Haftstrafe. Die reden davon, dass du Robby entführt hast. Was heißt das? Mit ein bisschen Pech stecken die dich in den Knast. Gerade auf dem Weg zum Lehrerzimmer getroffen. Der scheint wieder ganz okay zu sein. Mhm. Gott sei Dank unterrichtet er wieder. Boah, ich habe keinen Bock, die ganzen Sommerferien im wilden Mann zu jobben. Gibt es denn wenigstens ein paar coole Open Airs in nächster Zeit? Hier findest du bestimmt nichts Aktuelles. Das ist doch alles Schnee von gestern. Schau das zum Beispiel. Das gibt es seit Wochen. Boah, in letzter Zeit scheint sich auch kein Schwein mehr um das schwarze Brett zu kümmern. Kannst dich ja darüber bei Sven demnächst beklagen. Ja, genau. Ich finde das überhaupt nicht witzig. Ich dachte, wenn er im wilden Mann aufhört, dann würde er sich endlich mal einen richtigen Job suchen. Naja, Hausmeister ist nicht besonders imageträchtig, aber mein Nick ist ja auch mal Verkäufer.
Also, Sven wird wahrscheinlich der neue Hausmeister hier bei uns. Red kein Blech. Hier haben Erich Kästner. Ja, im Ernst. Ich meine, der ist doch schon halb einer von uns, da er mit meiner Schwester zusammen ist. Das heißt... Geil. Party ohne Ende. Und du, Alter, was sagst du dazu? Ja, lass mich mal in Ruhe. Ich habe echt andere Probleme. Ja, was ist denn los? Nicht hier. Also, Mädels, ihr entschuldigt uns. Männergespräch, you know? Dabei könnte er so viele Jobs machen. Warum denn ausgerechnet Hausmeister? Naja, ich weiß nicht. Mit einem abgebrochenen Medizinstudium hat man nicht unbedingt die besten Chancen. Immerhin hat er ja jetzt einen festen Job. Die ganze Sache im Wildenmann war doch auch nur vorübergehend, oder? Ja, aber... Aber was? Immerhin hat er zur selben Zeit Ferien wie du. Ihr könnt zusammen wegfahren. Bei Nick ist das viel komplizierter. Ich weiß gar nicht, warum du dich so aufregst. Hausmeister ist doch ein Job wie jeder andere auch. Hallo, seit wann bist du denn so genügsam? Hat Nick etwa schon abgefärbt? Ich liebe Nick und da ist es mir egal, ob er Scheich von Timbuktu oder Verkäufer ist. Oh, sorry. Mhm. So, vielleicht hat Sven ja den Job angenommen, um in deiner Nähe zu sein. Wäre es dir lieber, wenn er in Hamburg studieren würde? Hm? Dann würdet ihr euch gar nicht mehr sehen. Die wollten es schon wieder treiben. Wer denn? Was denn? Na, Schneeflittchen und die sieben Zwerge. Mann, die Behrens und mein Vater. Ja, ich meine, die Behrens geht ja auch ab wie eine Rakete, Alter. Weißt du nicht mehr, als wir bei ihr unterm Bett waren und die mit Carlos... Ja, hör bloß auf. Sag mir lieber, was ich jetzt machen soll. Ja, wie? Du sollst das voll ausnutzen. Du hast doch jetzt super geile Karten bei ihr. Von wegen. Ich hab's verschissen. Ich hab... Was? Ich habe ihr gesagt, dass sie es ja offensichtlich ganz schön nötig hat. Oh, oh. Das Vögel, meine ich. Shit. Ist mir so rausgerutscht. Mann, ich war so sauer auf meinen Dad. Seit man ihn verlassen hat, legt der eine nach der anderen flach. Und dann ausgerechnet die Behrens. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen, die Herrschaften. Darf ich um eure geschätzte Aufmerksamkeit bitten? Ein HT-Rohr. Und guck gleich, ob noch genug Hanf da ist. Mach ich, Meister. Sag mal, was treibst du eigentlich da hinten? Sagen Sie, Meister, kann man den Hanf hier eigentlich auch rauchen? Der haut so ein Hänftling wie dich doch glatt aus den Socken. Schon gut. Meier, nur ein Scherz. Also, Hanf ist hier genügend da und Rohre auch. Falls das hier ein HT-Rohr ist. Das ist genauso wenig ein HT-Rohr, wie ich ein Drogendealer bin. HT-Rohre bestehen aus Kunststoff. Tut mir leid, Meister. Jetzt nicht aufdrehen. Alles klar? Alles okay. Von wen okay? Ich bin zu doof, die Rohre auseinanderzuhalten und Sie machen sich Sorgen wie ein Robbie und Charlie. Sie müssen jetzt auch mal an Ihr Herz denken. Ich denke vor allem... Die beiden Jungs. Ich weiß nicht mehr, ob das so eine gute Idee war, sie nach Hause zu holen. Wieso? Ja, die Chancen, dass Charlie das Sorgerecht für Robbie kriegt, stehen nicht gut nach allem, was passiert ist. Ja, aber Charlie, der hat das doch nur gemacht, weil er verzweifelt war wegen Doros Tod. Ja, und weil er Angst hatte, Robbie zu verlieren. Charlie ist Robbys einzige Bezugsperson, wenn er ihn jetzt auch noch verliert. Das können die Robby doch nicht antun. Und Charlie. Ey, Frau Irrgang ist echt eine Geile. Das heißt? Ja, das heißt, du kannst in Kur fahren und ich, also ich meine natürlich wir, ne? Wir werden hier den Laden schmeißen. Und wenn du wieder da bist, dann habe ich das Sorgerecht für Robby und zwar schriftlich. Ah. Ja. Na, Gott sei Dank. Ja, also, ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. So jemand wie dich können wir in der Schule gut gebrauchen. Danke. Ja, von mir aus kannst du nächsten Tage anfangen. Also, natürlich nur, wenn Sie Sven so schnell entbehren können. Naja, natürlich bedauern wir sehr, dass Sven geht, aber ich kann ihn schon verstehen. Naja, ich bin der Letzte, der Svens Karriere im Weg steht, ne? Ja, wunderbar. Also dann, bis die Tage. Okay, tschüss. Oh, ich begleite dich. Oh, danke. Hallo. Hallo. Du hast also fest zugesagt. Ich habe den Vertrag noch nicht unterschrieben. Dir ist also doch peinlich. Nein, nein. Ja, ich verstehe schon. Hey,
Mensch, es tut mir leid, dass ich gestern Abend so zickig war. Vielleicht ist es ja doch gar nicht so eine schlechte Idee, den Job anzunehmen. Dann könnten wir uns wenigstens jeden Tag sehen. Und abends hättest du auch endlich mal Zeit für mich. Und wir könnten vielleicht zusammen in Urlaub fahren. Und ein festes Gehalt gibt es auch noch dazu. Hm? Du hast ja recht. Und der Job ist ja nicht alles, oder? Hm? Schön, dass du gekommen bist. So, sind ich und mein Motorrad endlich mal wieder zu einer Spritztour gekommen. Ach, ich dachte, du kommst meinetwegen und ich kann ein bisschen angeben hier. Mhm. Sag mal, wie kommt es eigentlich, dass ein ausgewachsener Arzt mit eigener Praxis am helllichten Tag Zeit zum Golfen hat? Ich habe mir vorgenommen, die paar Tage, die mir noch bis zur Praxiseröffnung bleiben, voll und ganz zu genießen. Mit dir. Mhm, beim Golfen. Unter anderem. Und ich habe immer gedacht, alle Golfer sind Spießer. Aber man lernt ja nie aus. Beim Golf gibt es ein paar unumstößliche Regeln. Niemals in die Puttlinie eines anderen Spielers treten, keine Probeschwünge auf den Abschlägen und Schäden wie Divots oder Spikespuren sofort beseitigen. Mhm. Du, apropos Schäden, sag mal, hast du mit Marlon gesprochen wegen gestern Abend? Ich kläre das schon. Ja, ich bitte drum. Also ich habe überhaupt keine Lust darauf, dass irgendein Schüler mich zum sexuellen Notstandsgebiet erklärt. Hast du etwa ein Problem damit, mit mir ins Bett zu gehen? Hm? Ich nicht, aber offensichtlich Marlon. Also bitte, rede mit ihm. Erst wenn er sich bei dir und bei mir entschuldigt hat, vorher werde ich kein Wort mit ihm wechseln. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ich gratuliere übrigens, Sven. Ich habe gehört, dass du demnächst an derselben Schule bist wie Toni. Danke. Aber im Gegensatz zu Toni kann ich mir meine Freistunden selber geben. Also, tschüss, ihr Lieben. Einen schönen Abend noch. Ciao. Tschüss. Ich meine, das ist zwar höchst interessant, aber was gehen mich denn die Nachrichten für eine gewisse Toni Maldini an? Was für mich? Das ist doch schwachsinnig. Natürlich muss er sich entschuldigen. Aber es bringt doch nichts, wenn du nicht mit ihm redest. Das ist ja wohl meine Sache. Du solltest dich besser mal mit deinem Sohn auseinandersetzen, anstatt ihn ständig zu ignorieren. Zwischen euch beiden scheint nämlich einiges nicht zu stimmen. Du hast doch keine Ahnung. Vielleicht habe ich keine Ahnung. Aber eins weiß ich ganz genau. Dein Sohn steckt mitten in der Pubertät und hat da genug Schwierigkeiten mit Liebe und Sexualität. Mein Sohn weiß ganz genau, wo es lang geht. Und außerdem, wie komme ich überhaupt dazu, dass du mir vorschreibst, wie ich meinen Sohn zu erziehen habe? Ich glaube, es ist besser, wir vertagen diese Golfstunde. Hi, Toni. Ich bin's, Maria. Ich bin heute Abend ganz bei dir in der Nähe und muss dringend was mit dir besprechen. Also, falls ich nichts mehr von dir höre, dann komme ich vorbei. Bis dann. Muss ja eine wirklich erfreuliche Nachricht sein. Wer ist denn diese Maria? Ach, das ist eine uralte Freundin von früher. Ich kenne sie noch vom Tanzen. Was? Du hast mal getanzt? So richtig Ballett und so? Mhm. Ballett und Hip-Hop und Street-Jazz und einen Kurs in Two-Step habe ich auch mal belegt. Das glaube ich ja nicht. Ums Fitnessstudio machst du einen großen Bogen und entpuppst dich hier als heimliche Hip-Hopperin. Das hast du mir noch alles unterschlagen. Du Spinner. Ich habe Maria Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ich frage mich, was sie von mir will. Ja, natürlich, Frau Thielmann. Der Auftrag wird wie besprochen erledigt. Ab übermorgen steht Ihnen dann mein Geselle, Herr Kolbe, als Ansprechpartner zur Verfügung. Selbstverständlich. Ja, können Sie sich drauf verlassen, ne? Schönen Dank. Wiederhören, Frau Thielmann. Oh, ja, wie soll das denn funktionieren, wenn wir wirklich mal arbeiten? Der Chef hat grundsätzlich Vortritt und der Chef hat grundsätzlich immer recht. Hm? Ja, ein Chef, der behauptet, ein Chef zu sein. Gewöhn dich lieber gleich dran. Ja, aber Chef, soll ich jetzt zu euch beiden Chef sagen? Du sagst zu ihm Meister, du sagst zu mir Chef und du bist die Rohrzange. Ei, ei, Sir. Rohrzange meldet gehorsamst, dass sie jetzt noch den Lieferwagen leer räumen muss, um Platz zu schaffen für das Material vom Altenheim. Ganz schön frech, die Kleine, hä? Die wird dich auf Trab bringen, das kann ich dir garantieren. Bitte was? Wir sind auf der Suche nach Charlie Kolbe.
Rate mal, was ich gerade mache. Verschon mich bloß mit Telefonsex. Aus dem Alter bin ich raus. Ich mag's lieber echt und in Farbe. Frau Behrens, ich muss das schon sehr bitten. Nein, ganz im Ernst. Ich habe darüber nachgedacht, was du mir vorhin gesagt hast. Du hast vollkommen recht. Ich werde mit Marlon in Ruhe über alles reden. Und stell dir vor, ich habe sogar gekocht. Und ich hasse doch Kochen, ja? Und bin gerade dabei, den Tisch zu decken mit Teller, Gabel. So richtig ordentlich. So was gibt's bei uns sonst nur zu Weihnachten. Aha, das ist dir also ganz schön ernst mit der Aussprache. Ja. Du, ich muss Schluss machen, Marlon kommt. Morgen auf dem Golfplatz? Ja, gleiche Zeit, gleicher Ort. Und viel Glück. Ja, ciao, Sandra. Ich freue mich schon auf dich, ja? Mein Gott, wie romantisch. Versprich mir bitte nur eins. Mach nicht so einen Krach beim Vögeln. Ich muss nämlich morgen früh raus. Für mich wirst du nie nur ein Hausmeister sein, sondern mein Schulmanager. Und du bist für mich nicht nur eine Schülerin, sondern, sagen wir, meine Dancing Queen? Puh, da musstest du aber jetzt ganz schön lange für überlegen, Svenchen. Dann wollte ich einmal geistreich sein, ne? Oh! Mensch, der hätte ich jetzt glatt vergessen. Hi, schön, hi, dass ihr da seid. Hey, Nado, wie geht's dir? Gut. Hi. Toni, hallo. Hallo. Hallo, schön, dich zu sehen. Jo, gut sieht ihr aus. Kommt doch rein. Hallo, das ist Sven. Hi, Sven. Hi, Sven. Sven, das sind Marie. Hi. Und Eden. Hey. Hallo, ich hol mal was zu trinken, ja? Also, Mädels, was liegt denn an? Das glaubst damit. Du nie. Also, Valentin Stilo sucht 4 Background-Tänzerinnen für seinen neuen Song. Und wir haben uns dafür beworben. Wer ist denn das? Kennst du nicht seinen neuen Hit? Das Spiel. Der Valentin Stilo? Jupp. Und ihr tanzt mit ihm? Na ja, noch nicht so ganz. Aber es gibt da so einen Wettbewerb. Valentin Stilo und sein Manager schauen sich ein paar Acts an. Und mit ein bisschen Glück entscheidet er sich für uns. Wow. Naja, es gibt da nur ein klitzekleines Problem. Und zwar sucht er 4 Tänzerinnen. Und unsere vierte hat sich leider das Bein gebrochen. So ein Mist. Und jetzt? Na, was glaubst du, warum wir hier sind? Wie? Ganz einfach, du bist unsere 4. Tänzerin. Nur gut, dass Timmy bei Annalena ist. Das war so lustig. Ich bin echt ultra cool. Ich habe mich ein paar Mal so erschreckt. Ich muss Charlie unbedingt erzählen, wie der Mann aus dem Flugzeug gesprungen ist. Wo ist er überhaupt? Robbie. Setz dich mal. Weißt du, Charlie ist, also die Polizei war hier. Und sie haben Charlie mit aufs Revier genommen. Aber er kommt doch wieder heim, oder? Robbie, die Polizisten haben Charlie verhaftet. Was? Warum denn? Wegen Kindesentführung. Hä, was? Charlie hat dich mit nach Spanien genommen. Das durfte er nicht. Aber ich wollte doch mit. Er hat mich nicht entführt. Ich wollte mit. Robbie, komm, das wird schon. Du bleibst jetzt erstmal bei uns. Hier kann dir nichts passieren. Ihr tut ja alle gerade so, als ob Charlie nie wieder zu mir zurückkommen würde. Es wird viel passieren. Bis zum nächsten Mal im Ersten mit Nestle Aquarell, Quell des Lebens.